Ja. Haben Sie bis jetzt alles geschafft, was Sie wollten? Bisher, ja. Finden Sie, wir sollten solche Mühsamaktionen öfter machen? Auf jeden Fall. Warum? Weil es Spaß macht. Frag mal die Kinder, Herr Schüttler, hast du die Schüler schon mal so arbeiten sehen wie heute? Oder dich selber? Was erwarten Sie am Ende der Woche von den Schülern? Ganz tolle Terrarien, die sie gebaut haben und ganz tolle Projekte. Lernen Sie als Lehrer bei der Projektwoche? Ja, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Projekt ganz viele neue Sachen gelernt. Während der Projektwoche selbst nicht, aber in der Vorbereitung habe ich ganz viele Sachen gelernt. Natürlich. Danke sehr. Vielen Dank. Wir haben bisher einen Film angeguckt über ganz allgemein über das Müllproblem in Europa. Und jetzt haben wir gerade die Gruppen eingeteilt über die verschiedenen Themen. Vier verschiedene Gruppen. In jeder Gruppe ist ein Zehntklässler, ein Neuntklässler und zwei Siebtklässler und ein Gast aus der ukrainischen Schule. Und die machen jetzt Gruppenarbeit zu den vier verschiedenen Themen, die wir jetzt ausgegeben haben. Und das sollen die jetzt sich erstmal informieren, recherchieren und dann nach der Mittagspause ein Plakat erstellen. Und welche Themen gibt es? Das sind die Themen Plastikmüll in den Meeren, Mikroplastik in Abwasser und Böden, Müllentsorgung in Europa und wie kann man Müll vermeiden. Am Ende des Tages sollte dann möglichst ein schönes Plakat dazu fertig sein. Was hat Sie dazu gewogen, eine Science-Woche zu veranstalten? Also ich glaube, es ist sehr interessant oder könnte sehr interessant für die meisten Schüler sein. Wir haben das auch irgendwann mal Science-Woche genannt, aber eigentlich ist es doch eine Projektwährung. Wir machen jetzt ja nicht nur Science-Projekte. Ich glaube, dass Schüler sich sehr gerne mit Technologie befassen, mit moderner Technologie, also Drohnen, Lego-Robotics. Und ich glaube auch, dass diese Umweltthemen wie Abfall oder Müllvermeidung hier noch nicht so richtig thematisiert sind. Viele wissen da recht wenig drüber und ich wollte einfach mal da beginnen, diese Thematik ins Bewusstsein zu rücken. Auch bei den Schülern, auch bei den Eltern. Und es wäre toll, wenn ich hören würde, dass die Schüler zu Hause bei ihren Eltern auch sagen in Zukunft, hey Mama, keine Plastiktaschen mehr, sondern wir nehmen jetzt in Zukunft Stofftassen. Also wenn die Kinder quasi die Eltern erziehen, das fände ich toll. Was erwarten Sie am Ende der Woche von den Schülern? Also ich erwarte von den Projekten und letztendlich dann auch von den Schülern, also wie gesagt, dass sie Spaß hatten, das ist schon ein wichtiger Faktor, aber natürlich auch, dass sich vielleicht im Zusammenhang mit Umweltgedanken, dass da eine kleine Bewusstseinsveränderung herbeigeführt ist, dass man also jetzt die Probleme besser erkennt und zum Beispiel Müllvermeidung auch betreibt und dass das Ganze dann auch in Zukunft weitergeht. Das habe ich gleich schon gesagt. Ich finde es toll, wenn sowas weiterleben würde, dass das jetzt sagen wir, eine Initialzündung war, diese Projekttage, dass man aber zum Beispiel nächstes Jahr mit einer anderen oder mit mehreren anderen internationalen Schulen gewisse Projekte gemeinsam weiterführt. Fragt, was macht ihr, wie vermeidet ihr Müll an der Schule, was können wir euch helfen, wo könnt ihr uns helfen. Also so eine Verknüpfung der Schulen fände ich toll, wenn das funktionieren würde. Das war's, glaube ich. Nein. Lernen Sie als Lehrer bei der Projektwoche auch etwas Neues mit? Also ich meine, mir ist natürlich diese ganze Müllproblematik schon lange bekannt. Gerade du müsstest wissen, dass ich da auch im Unterricht öfters mal drüber rede. Was ich gelernt habe im Unterricht, dass die Problematik hier halt leider noch nicht so im Bewusstsein ist und habe aber auch jetzt gesehen, bei dem Besuch verschiedener Projekte, dass sich was verändert hat bei einigen Schülern, dass die durchaus jetzt halt sehen, was bisher vielleicht falsch läuft und was man vielleicht in der Zukunft besser machen kann. Und es ist für mich, also vielleicht nicht kein Lernen, aber eine schöne Erfahrung. Danke sehr. Vielen Dank. Das war sehr interessant.